Am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz sprengen Wissenschaftler Diamanten für ihre Forschung zur Supraleitung. During one year we break maybe 100 diamonds, something like this. 50, 100 diamonds. So question for what? We have really big goal, metallic hydrogen. And metallic hydrogen requires very high pressures and so a lot of diamonds. And also metallic hydrogen interesting by predicted high temperature superconductivity. For me, I was really surprised to realize that we lived in world of electricity, I would say only 100 years. But there is some interesting phenomena which discovered approximately the same time 100 years ago, the so-called superconductivity. When electricity can go through conductor without any loss, just zero resistance. And you can imagine that if mankind will use superconductivity, so it also will change dramatically the world. Der Aufwand lohnt sich. In Deutschland gehen durch den elektrischen Widerstand 6% der Energie zwischen Kraftwerken und Haushalten verloren. Mit diesen verlorenen 6000 Gigawattstunden könnte man Mainz für mehr als 8 Jahre mit Energie versorgen. Das Einsparpotenzial ist daher sehr hoch. Am Max-Planck-Institut für Chemie führen Dr. Eremetz und sein Team Forschung an neuen Materialien und ihre Anwendung unter sehr hohem Druck durch. Ihr Traum ist es, ein Material zu finden, das bei Raumtemperatur zum Supraleiter wird. But unfortunately, from the beginning, or from discovery of superconductivity, it was linked to low temperatures, unpractical. And also, what is important, not understood. And only after 5 years, it was understanding what is this phenomenon of superconductivity. Obwohl Supraleitung schon 1911 entdeckt wurde, hat es fast 50 Jahre gedauert, bis es zu nennenswerten Fortschritten auf diesem Feld kam. Im Jahr 1957 entwickelten die Physiker Bardeen, Cooper und Schrieffer eine konzeptuelle und mathematische Grundlage für gewöhnliche Supraleitung, bekannt als die Bardeen-Cooper-Schrieffer-Theorie. Dafür erhielten sie im Jahr 1972 den Nobelpreis. But also, next question, what is the highest critical temperature of superconductivity might be? So is it possible to have room temperature superconductivity? And theory gave hope that it's possible. And what we have recently found, we have found superconductivity, not room temperature superconductivity, but minus 73 degrees, it's already Earth temperature superconductivity. You can find this temperature in the Earth, in Antarctica or in Siberia. So it's some kind of street superconductivity. Where can we find the good superconductors? And if we will look on elements, so we see this first column of a periodic system, alkali metals. And the top, we see hydrogen. And from theoretical point of view, this is ideal case to find superconductivity. Auf den ersten Blick mag es überraschen, Wasserstoff als Supraleiter in Betracht zu ziehen. Wasserstoff gehört aber zu der gleichen chemischen Gruppe wie die Alkalimetalle Lithium und Natrium. Daher war zu erwarten, dass auch Wasserstoff unter bestimmten Bedingungen ähnliche Eigenschaften entwickelt. The only bad thing about hydrogen is not it's insulated, it's not metal. But it can be metal, but at very high pressures. It's really, this pressure it should be around 3-4 megawatts. It's pressure in the center of the Earth, which is 3.6 megawatts. We should reach this pressure, and now it's available in the laboratory. Die technische Ausrüstung, um den nötigen, sehr hohen Druck auf der Erde zu erreichen, ist überraschend unspektakulär und passt in eine Hosentasche. Inside of this cell we have sample, which is squeezed between two diamond anvils. And so in such a way we produce very high pressure. But price for this high pressure is small sample, few micrometers. Obwohl das Gerät wie auch die Probe sehr klein sind, konnten die Forscher erfolgreich beweisen, dass Wasserstoff die Eigenschaften eines Supraleiters besitzt. Sehr geringer Widerstand bei sehr hohem Druck. Why we have so many broken diamonds? Even diamonds very hard material, but still it's very brittle.
And it's also not perfect. There are some defects, cracks, and so on. And therefore, unfortunately, we break a lot of diamond. Of course, especially at very high pressures, we have very strong stresses, which cause breaking of diamonds. Während der Forschung an Supraleitern entdeckten Dr. Iremetz und sein Team, dass ein Gas Strom leiten kann, wenn es metallische Eigenschaften annimmt. Nehmen wir uns kurz die Zeit, die grundlegenden Eigenschaften von elektrischer Leitung zu verstehen, sodass wir ein besseres Verständnis dafür haben, was es mit der Supraleitung auf sich hat. Normally, electrical current goes through copper wires, and of course there is electrical resistance and a lot of losses even in copper electricity. Kupfer ist ein guter elektrischer Leiter. Das Kupferatom ist umgeben von Elektronen, die sich gegenseitig abstoßen und so Elektrizität leiten. Elektrizität breitet sich in Kupferkabeln annähernd mit Lichtgeschwindigkeit aus. In gewöhnlichen Leitern bremst der Widerstand den Stromfluss ab. Dr. Iremetz und sein Team fanden heraus, dass ein Gas wie Wasserstoff metallische Eigenschaften erhalten und Elektrizität ähnlich wie Kupfer leiten kann. Under high pressure, molecular hydrogen transforms to atomic hydrogen. In this atomic hydrogen, electrons becomes free, so it becomes like alkali atom and similar to copper. It conducts electricity. Next question: how to find really high superconductivity, very good superconductivity? Metallic hydrogen is ideal case, but it requires really very high pressures. And we systematically work on hydrides, so these substances which has a lot of hydrogen plus something. But finally, recently we found very interesting in sulfur hydride, in many respects unexpected. So it can be considered like metallic hydrogen. Inside of this metallic hydride there are ions of sulfur, which attract hydrogen atoms in some way stabilize this metallic hydrogen. Molekulare Änderungen im Schwefelwasserstoff werden bei hohem Druck und niedriger Temperatur beobachtet. Bei einer ganz bestimmten Temperatur bilden sich Elektronenpaare. Diese sogenannten Cooper-Elektronen können Elektrizität ganz ohne Widerstand leiten. Mit der Entdeckung von Schwefelwasserstoff als Supraleiter setzten die Wissenschaftler 2015 einen neuen Weltrekord. Sie fanden heraus, dass Schwefelwasserstoff bei minus 70 Grad Celsius und einem Druck von 1,5 Millionen Bar zu einem Supraleiter wird. Next, what can we do and what we're doing in near future? First of all, we're looking for room temperature superconductivity. The easiest way for us is to reach with high pressure. And next, we're starting to work on searching for materials with high temperature superconductivity without pressure, which is most interesting for applications. Auch wenn noch einige Diamanten während dieser Forschung gesprengt werden müssen, ist dies den Aufwand wert. Mögliche technische Anwendungen der Supraleitung finden sich unter anderem bei Kernfusionsreaktoren und Hochgeschwindigkeitszügen. In der Computerchip-Industrie haben supraleitende Materialien das Potenzial, die Geschwindigkeit aktueller Computerchips um mehr als den Faktor 1000 zu verbessern. Die Suche nach Supraleitern geht mit dem Ziel weiter, die Vision von Supraleitung bei Raumtemperatur und für eine breite Masse an technischen Anwendungen Wirklichkeit werden zu lassen.